So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines, ja, ich wollte schon fast sagen, GPL-Kampfs, aber nein, das ist natürlich kein GPL-Kampf. Das ist ein ganz normaler Wi-Fi-Battle im Underused-Modus, den ich jetzt, glaube ich, irgendwann letzte Woche ausgetragen habe. Und zwar geht es heute ran gegen den lieben Glabber. Und Leute, falls ihr den Glabber nicht kennt, dann schaut doch mal einen bei seinem Channel vorbei. Ein Blick in die Beschreibung lohnt sich. Glabber macht auch bei der GPL mit, aber in der zweiten Liga und ist dort auch richtig gut dabei. Sehr guter Battler, wie ich finde, und definitiv einen Blick auf seinen Kanal wert, wie ich finde. Also haut mal einen Blick in die Beschreibung rein. Ja, ich habe mich in letzter Zeit mal ein bisschen mit dem Underused Metagame vertraut gemacht. Wie wir wissen, gab es da ein paar krasse Änderungen, muss ich gestehen, ja. Wir sehen zum Beispiel in meinem Team das unglaublich starke Mammutl, was jetzt, glaube ich, seit Generation 4 eigentlich im Overused anzusiedeln war. Es ist jetzt aber ins Underused abgedriftet, was ziemlich heftig ist. Und ich wollte gleich mal ausprobieren, wie es sich denn halt so im Underused Metagame eigentlich so einsiedelt. Und ja, Grifeldis ist jetzt auch im Underused und das normale Galagladi, das befindet sich auch in diesem Meta. Und ja, ich muss sagen, das Underused-Meter sieht aktuell ziemlich episch aus. Und da dachte ich mir, ey, da musst du dich vertraut mitmachen und das auf jeden Fall mal ausprobieren. Das haben wir jetzt in diesem Underused-Battle mit dem lieben Glabber auch gemacht. Wir sehen mein Team. Ich habe ein Mammutl dabei. Das ist das Lead-Mammutl mit dem Focus-Sash, um sicher die Rocks rauszubringen. Da habe ich noch ein physisch-defensives Tentoxa da als Spinner und gleichzeitig nochmal als Supporter mit Toxic Spikes und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich auch noch den Knockoff drauf. Ja, da haben wir natürlich noch das einzigartige Mega-Tauboss, ein richtig stylisches Mega-Pokémon und ein Mega-Pokémon, was sehr unterschätzt wird, was ich nicht irgendwie nicht ganz so verstehen kann, obwohl es extrem viel Power hat, ja. Und ja, der Move Pool ist natürlich so ein kleines Problem, aber die Statuswerte, die Ability und alles drum und dran macht eigentlich Tauboss doch zu einem sehr soliden Pokémon. Da habe ich natürlich noch mein Caillou dabei, was wir auch schon aus der GPL kennen. Für sich defensiv einfach als kleiner Check gegen Pokémon wie, oder Counter sogar, wie vor allen Dingen, mir fällt der Name gerade nicht ein. Nianshao? Nee, Linfu? Nee, nicht Linfu. Linfu war das kleine. Nianshao war es, glaube ich. Ja, dieses Kampfding, was wir auch da als Lead bei dem lieben Glabber sehen. Und ja, sowas muss einfach sein. Und zusätzlich nochmal Igelsam-Support für das komplette Team. Drain Punch, ja, das ist schon eigentlich ein ganz gutes Pokémon. Ein weiteres cooles Pokémon ist natürlich auch hier Helioptile, auf Deutsch Helios. Ich glaube schon, ne? Ich bin jetzt gerade auch wieder dabei, die deutschen Namen ein bisschen zu lernen. Gutes Elektro-Pokémon und zusätzlich noch den Typen Normal. Sehr starker Movepool. Ich finde, es ist eine Art Blitzer. Nur, ich glaube, sogar ein bisschen langsamer, aber mit einem krasseren Movepool und der deutlich besseren Ability. Wobei die Ability eigentlich sogar wechselbar ist. Das Ding ist nämlich ein ziemlich guter, ziemlich gutes Wetter-Pokémon für die meisten Wetter-Effekte, außer Hagel. Und da ist das Ding auf jeden Fall ziemlich gut. Das ist jetzt richtig durchgestartet. Das fing irgendwo im Never Used an. Da wurde es im Never Used gebannt. Im Rarely Used ist es ja auch erstmal eine kurze Zeit gewesen. Dann haben wir das aber mittlerweile ins Underused verschoben. Und mal schauen, wie es sich dort jetzt behaupten wird. Und natürlich mein letztes Pokémon noch, das krasse Rabigator. Rabigator, auch ein Pokémon, was ich in der letzten Zeit sehr lieben gelernt habe. Variabel einsetzbar, ja, Stealth Rock Supporter kann es sein. Es hat die zwei sehr starke Fähigkeiten, nämlich einmal Bedroher und dazu nochmal den Hochmut, ja, was es zu einem sehr guten Choice Scarf Pokémon macht, wie ich finde, wenn man es geschickt einsetzt. Und ja, Step Knockoff hat es auch noch, also den Step Abschlag, Step Erdbeben, sehr gute Kombination. Und dazu sonst noch eigentlich einen richtig krassen Movepool, ja. Steinkante, was kann es noch? Outrage, falls man will, ne, und ganz viele andere Sachen. Sehr gutes Pokémon, wie ich zugeben muss. Aber lasst uns doch nicht drum rumreden, fangen wir einfach mal an mit ein bisschen Underused Action gegen den lieben Glabber. Ja. Der Kampf gegen ihn war sogar ziemlich lustig und es gibt da sogar eine Stelle, die ich besonders hervorheben werde. Na, wie gesagt, ich fange jetzt hier erstmal an mit meinem Mammutl gegen seine Lappenhände und ich kann da natürlich nicht drin bleiben. Ich weiß zwar, dass ich einen Angriff definitiv überleben werde, aber die Chance, dass er jetzt hier auf einen Fake-Out geht, beziehungsweise auf eine Kehrtwende, war einfach zu groß und ich wollte auf jeden Fall noch meinen Fokus sehr behalten. Deswegen gehe ich jetzt in meinen Hard-Counter gegen dieses, Mianshao, genau. Und zwar mein Igastanich. Und Igastanich fängt natürlich diese Kehrtwende ziemlich gut ab. Problem ist natürlich, mein Gegner erhält damit die Chance hier auf Momentum. Und deswegen wechsle ich jetzt hier einfach mal in der nächsten Runde direkt aus, nachdem er sein Ampharos einholt. Und Ampharos ist auch so ein Pokémon, was man nicht unterschätzen darf. Das habe ich zum Beispiel in meinem Doppelkampfteam gehabt, ne? Als Trick Room Sweeper. Sehr gefährlich, extrem hohe Staying Power.
und dazu noch sehr gute sehr guten Spezialangriffswert und richtig starke Step-Moves in Form von Elektro und Drache. Und ja, den Drachenpuls, den sehen wir auch jetzt gleich mal hier. Und der macht hier unglaublich viel Damage. War natürlich ein Crit, aber ich glaube, selbst ohne Crit hätte der mich auf meinen Fokus gut eventuell runtergebracht. Aber naja. Er muss jetzt jedenfalls in der Situation rauswechseln, denn ja, Ampharos ist in seiner Megaform extrem langsam. Hat, glaube ich, nur 30 oder 40 Base Speed. Ich weiß es nicht. Und das ermöglicht mir natürlich jetzt erstmal hier die Chance, meine Tarnsteine rauszubekommen. Was ich letztendlich sogar ein bisschen schade fand, denn wenn ich jetzt hier straight für ein Erdbeben gegangen wäre, hätte ich dieses Mien Shao oder doch Mien Shao mit dem Erdbeben und einem Eisstart eventuell sogar aus dem Spiel nehmen können, was mir im Endeffekt sogar einiges erleichtert hätte. Ja, da ich mir schon gedacht habe, dass dieses Mien Shao gechoice scarfed ist und hier höchstwahrscheinlich wieder für den U-Turn gehen wird, dachte ich mir, komm, haust du nochmal hier mit dem Eisstart ein bisschen was an Schaden raus und das war Mutl. Ja, wusste gegen den Rest seines Teams eigentlich nicht allzu oft gebrauchen und zusätzlich will ich ihm eigentlich das Momentum nicht garantieren. Heißt also, Mamutl wird jetzt in dieser Runde erstmal besiegt und er wechselt in sein, Ritterfieh da. Kabalanzas, genau so hieß es. Und Kabalanzas ist auch ein sehr gutes Pokémon mit guten Defensivwerten von Typen Käfer und Stahl und das ermöglicht mir natürlich jetzt erstmal die Chance, in mein Tower zu wechseln, die Mega-Entwicklung zu vollziehen und hier erstmal straight für eine Hitzewelle zu gehen. Denkst du denn? Ich benutze natürlich Kehrtwende, weil der Switch seinerseits viel zu offensichtlich war und ich will mir natürlich erstmal wieder ein bisschen was an Momentum erhaschen und ja, zusätzlich liegen die Tarnsteine und die Tarnsteine, die werden jetzt natürlich im Laufe des Kampfes immer wieder bei jedem Switch seinen Pokémon wehtun. Ja, ich erhasche mir natürlich wie gesagt das Momentum und deswegen muss er hier erstmal wieder rausgehen und wechselt straight in Miley Cyrus und das dachte ich mir schon und bin deswegen natürlich nicht für den Erdbeben gegangen, sondern für den Abschlag. Und mit dem Abschlag bin ich in der Lage, diesem Skorgler erstmal den Eviolithen zu nehmen, was einen Großteil seiner Defensivwerte erstmal einschränkt. Ja, Problem ist jetzt natürlich, ich kann da nicht drin bleiben und er wird höchstwahrscheinlich Auflocker benutzen oder aber seine eigenen Steinchen raushauen. Und für den Fall der Fälle habe ich natürlich hier erstmal meinen Tentoxa rausgeholt. Und Tentoxa ist auch, wie ich finde, immer noch ein ziemlich starkes Pokémon, sehr variabel einsetzbar und einfach nur geil aussehen. Also ich weiß nicht, ich finde Tentoxas Aussehen einfach nur ziemlich edel. Ja, wie dem auch sei, sein Wechsel war natürlich auch hier wieder in der Situation offensichtlich. Er kann nicht drin bleiben, es sei denn, er will ein Siedewasser fressen und mit einem Erdbeben wird er mich auch nicht kauen können. Und deswegen suche ich die Chance und lege erstmal meine Giftspitzen aus. Es wird insbesondere wichtig, wenn man bedenkt, dass er Pokémon wie Mega Ampharos noch hat, dass er Pokémon wie hier eben sein Aquana hat. Und natürlich noch ganz viele andere Pokémon, wie zum Beispiel auch Mien Shao, ja. Da denkt man natürlich, so eine Vergiftung ist eigentlich total Wayne, aber die kann natürlich schon mal ganz wichtig sein, ja. Die kann nämlich 12% am Ende, falls er noch weniger als 12% hat am Ende des Zuges, natürlich für den K.O. sorgen. Ja, ich muss jetzt hier aber auswechseln und ich weiß natürlich mittlerweile, er ist definitiv gechoice scarfed, einfach aus dem Grund, dass er halt auch so spielt, als ob er gescarft ist und einfach kein Fake-Out drauf hat. Er zeigt mir, wie gesagt, einfach nur, dass er gechoice scarft ist. Und ich nutze jetzt hier erstmal die Gelegenheit und wechsle in mein Igastadich. Und der kann natürlich so einen Turmkick richtig gut abfangen, ne? Und kann natürlich noch hier dafür sorgen, dass so ein Turmkick immer eine Gefahr ist, falls er es benutzt. Denn ich habe natürlich den Spiky Shield drauf. Ja, hier müsste ich erstmal die Egelsamen, was ziemlich schade war. Das nimmt meinem KU nämlich ein bisschen was an Recovery und ich konnte halt nicht scouten. Was ist denn das jetzt hier für ein Rotom? Ja, denn wenn ich jetzt hier mit den Egelsamen getroffen hätte, hätte ich natürlich auch sehen können, ob er jetzt zum Beispiel Überreste drauf hat oder irgendwas anderes. Ja, keine Ahnung, aber höchstwahrscheinlich die Überreste, die wollte ich nämlich auf jeden Fall sehen. Aber ich habe die in der Situation natürlich nicht gesehen, was sehr schade ist, denn jetzt weiß ich nicht. Was ist denn das jetzt für ein Rotom, mein Freund? Ja, ist es ein offensives, ein defensives? Ich weiß nicht, ich kenne auch die ganzen Calcs nicht im Under-Use-Meter, aber ich entscheide mich hier einfach erst sicher runter zu spielen, wechsle hier auf mein Tentoxa und er kriegt jetzt hier erstmal den Crit auf Tentoxa, der natürlich ein bisschen schade war, denn ansonsten hätte dieser Hitzekoller eigentlich gar nichts gemacht, so macht der Hitzekoller leider schon ein bisschen was an Schaden. Ja, ich nutze die Chance, greife hier mit einem Abschlag an, um diesen Rotom seines Items zu berauben. Ich dachte nämlich, wenn er eventuell gechoiced ist, kann ich ihm erstmal sein Choice-Item raushauen, ansonsten wird er irgendwas wechseln, was hier erstmal viel Damage kassieren wird und ja, ist natürlich immer wieder ein bisschen schade, denn ja, jetzt gerade in dem Moment schmerzen Egelsamen natürlich richtig krass, denn ja, wenn ich wüsste oder gewusst hätte, dass er jetzt hier die Leftovers drauf hat, dann wäre ich natürlich direkt für das Siedewasser gegangen und das hätte diesem Rotom ziemlich viel Schaden gemacht.
So habe ich es jetzt natürlich erstmal so gespielt. Und ja, ich kaufe auch erstmal meine zweite Lage Giftspitzen raus. Mit der zweiten Lage Giftspitzen bin ich jetzt nämlich in der Lage, das Aquana eigentlich komplett aus dem Spiel zu nehmen. Aquana wird jetzt eigentlich gar keine große Gefahr mehr sein. Es sei natürlich, er haut die Spikes mit Auflockern weg. Aber aktuell sieht es halt eher so danach aus, dass das Aquana im One-on-One beispielsweise gegen Gastar nicht absolut null Chancen hat, ja. Ja, das Problem ist aber natürlich auch, ja, ich verliere meinen Tentoxa. Tentoxa wäre wichtig gewesen. Tentoxa ist nämlich als eigentlich eine Wall, aber Tentoxa, was ich halt immer cool an dem Vieh finde, ist, hat eine gute Staying Power, ja. Und ja, wie gesagt, ich nutze hier die Gelegenheit jetzt auch erstmal, wechsle in meinen Crocodile, mein Choice Scarf Greed. Und ja, er kann jetzt hier natürlich nicht drin bleiben, was soll er denn? Er will jetzt hier den Angriff erstmal fressen, aber gut. Ich predige natürlich hier wieder den Switch, nämlich auf Rotom, aber die Steinkante geht daneben und auch die nächste Steinkante geht daneben und er ist in der Lage, jetzt hier erstmal einen Leitteiler rauszuhauen. War eigentlich sogar, ja, keine Ahnung. Double Steinkante ist ziemlich schade, vor allen Dingen, wenn man jetzt gleich mal sieht, wie viel Schaden er gemacht hätte. Genau, Steinkante hätte nämlich für ein 2-Hit-KO gereicht, was mich sehr gewundert hat, denn, ja, Steinkant ist halt so ein Move, ich weiß nicht, der sollte eigentlich hier bei so einem Rotom extrem viel Schaden machen, vor allen Dingen, weil er sehr effektiv war, aber das zeigt mir halt natürlich nur, dass er hier definitiv physisch defensiv ist und da ärgert es mich natürlich umso mehr, dass ich das hier mit dem Siedewasser, nicht mit dem Siedewasser angegriffen habe, mit meinem Tentoxa, sondern mit dem Knockoff. Ja, und das ist natürlich so eine Situation, in der ich wieder mit der Steinkante misse. Ich glaube, das war jetzt 1 von 4, was eine, ja, Wahrscheinlichkeit von 25% bedeutet und das ist natürlich schon ziemlich low, wenn ihr mich fragt, aber mein Gott, was soll's, ne? Da muss man halt mal durch und ist halt Steinkante, ja, das ist halt immer die Gefahr dabei, auch wenn ich noch nie, glaube ich, eine Wahrscheinlichkeit von 1 von 4 hatte und er benutzt hier Turmkick über Turmkick und ich muss gestehen, das ist auch eine Kunst mit Turmkick nie zu missen, ja, also ich für meinen Fall würde das beispielsweise nicht hinkriegen. Und dieses Mianschau wird so langsam eine Gefahr, vor allen Dingen, weil ich mit meinem Igastar nicht jetzt in einem Bereich bin, in der ich nicht mehr wirklich sicher in einen Turmkick einwechseln kann. Das heißt also, ich muss es hier in der Situation sicher spielen, einfach mal hier auf Abschlag gehen, ein bisschen HP regenerieren, aber er macht das hier gut und wechselt auf sein Gliscor, Gligar, Verzeihung, auf sein Skorgler. Und das denkt sich natürlich, pff, ich trage zwar keine Violeten, aber ich habe halt immer noch eine Resistenz gegen Ableithieb und ja, das macht mir keine, da macht mir gar nichts aus. Ja, Problem ist aber jetzt auch, er kriegt einen, hier, Defog raus, ne? Und das heißt, meine Giftstacheln, die sind nicht mehr, habe ich mir in der Situation gedacht. Aber er nutzt die Chance und greift hier erstmal den Tarnstein an, legt sie raus und das heißt also, es war ganz gut, dass ich hier erstmal direkt in mein, Mega-Tauboss gewechselt bin, aka Burnt Jesus, ja. Twitch-Base-Pokémon lässt grüßen und so verhindere ich jetzt einfach, dass mein Tauboss eigentlich nur noch ein Death Order gewesen wäre. Ja, hier kann er natürlich ab dieser Range sicher auf eine Kehrtwende gehen. Kehrtwende Chaot nämlich ab dieser Range safe. Und ja, ich habe nochmal nachgekehrt. Ich glaube, Kehrtwende hätte irgendwie durchschnittlich 23 HP abgezogen. Ja, ja, war also ein bisschen schade, dass ich gerade weniger als 23 HP hatte. Sonst hätte ich ihn eventuell nochmal in einen Turmkick locken können. Und da hätte er vielleicht ja sogar gemisst. Ja. Jedenfalls muss ich hier in Solar Mola reinwechseln, meine bessere Alternative gegen Cavalanzas. Aber Cavalanzas wird in der Regel, wie man sieht, richtig mit der Assault Vest gespielt. Das heißt also, ich mache selbst mit einem Step Dollar Blitz Kopf Damage, was mich sehr gewundert hat. Aber das ist wohl ein Cavalanzas mit maximalen Investment in HP, der Assault Vest und vielleicht sogar ein bisschen was in Special Defense. Ich weiß leider nicht, wie man Cavalanzas genau spielt. Problem ist aber jetzt gerade auch, ja, ich habe absolut gar nichts mehr, was ich jetzt hier vor allen Dingen gegen das Mianschau auch machen kann. Und Mianschau in Kombination mit Rotom wird nämlich auch ausreichen, um mein letztes Pokémon, nämlich Igastar, nicht aus dem Spiel zu nehmen. Ich hatte aber hier immer noch die Chance, mit meinem Caillou die sogar einen kleinen Sweep, sag ich mal, einzuleiten. Ich hätte jetzt nämlich ja, mit dem Ableithieb logge ich jetzt nämlich das Cavalanzas aus und regeneriere natürlich nochmal ein bisschen HP durch die Leftovers und durch was weiß ich was, hier Ableitkeep, ne? Und er hat halt noch sein Rotom. Rotom ist das einzige Pokémon, was mich aktuell mit einem Schlag besiegen kann.
Rotom hat aber auch nur einen einzigen Feuer-Move drauf, der mir viel Damage machen kann. Das ist natürlich der Hitzekoller. Ich nutze hier nochmal Gelegenheit, greife mit Schutzstachel an, um einfach nochmal ein bisschen mehr AP zu regenerieren. Für den Fall, dass er nämlich mit dem Hitzekoller misst. Denn falls er mit seinem Hitzekoller missen sollte, bin ich nämlich in einer extrem guten Situation und würde diesen Kampf eigentlich sogar noch am Ende gewinnen. Nämlich sogar mit meinem Igastar nicht. Das war halt auch noch das, worauf ich am Ende gehofft habe. Ein Hitzekoller-Miss am Ende. Hätten wir nämlich, glaube ich, sogar noch das Spiel gewonnen. Wir verlieren zwar 0-4, aber dazu muss gesagt werden, dass ich eigentlich am Ende eventuell sogar noch mit Igastar nicht eigentlich sein komplettes Team zerlegt hätte. Ich meine, er hätte eigentlich nur noch missen müssen mit dem Hitzekoller. Ich hätte dann einfach mit dem Uplight Keep das Rotom gefinisht, sogar noch ein bisschen HP regeneriert. Somit wären wir sogar schon wieder fast auf dem Maximum. Das 1 gegen 1 gegen Mienshaw gewinne ich wegen Schutzstachel. Das heißt also, falls er sich einen Turm kriegt, seinen besten Move gegen mich lockt. Tja, Schutzstachel einmal, zack. Ne, dann kriegt er auch erstmal ein Achtel Damage. Zusätzlich nochmal ein Achtel Damage durch Poison. Und natürlich kracht er nochmal zusammen wegen Turmkick. Und ja, das sind nochmal schon mal 75%. Nein, dazu. Das ist schon ziemlich tough. Ja, und ja. Aquana, Giftstacheln lagen am Ende sogar noch draus. Und ich habe halt die Seedbomb draus. Und im 1-on-1 gegen Aquana hätte ich auch gewonnen. Vor allen Dingen hat er uns halt gezeigt, dass er Staffette drauf hat. Und ich denke mal, das war ein Aquana mit Siedewasser, Wish, Protect und Staffette. Und schneller als dieses Arschlame Mega Ampharos, was auch nur noch minimal HP hatte, wären wir sowieso gewesen. Ja, es war halt noch so mal der letzte Strohhalm, nachdem ich am Ende gegriffen habe. Und so deutlich, wie es jetzt war, ist es am Ende sogar gar nicht gewesen. Und natürlich waren diese ganzen Stone Edge Misses in der Mitte sehr, sehr, sehr unfortunate. Denn ansonsten hätte ich nämlich das Rotom aus dem Spiel am Ende gehabt. Und ich hätte natürlich ja, das Spiel sogar noch gewinnen können. Ja, also sehr unglücklich wie meinerseits. Aber am Ende war es immer noch sehr spannend, wie ich es jetzt gerade eben nochmal hier offenbart habe. Ne? War noch alles drin gegen Ende. Und wie gesagt, underused Meta, richtig gut. Macht mir unglaublich viel Spaß, kann ich euch allen nur empfehlen. Leute, ich sage an dieser Stelle einfach mal, wenn euch die Episode gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen und Support. Ansonsten, wie gesagt, schaut nochmal bei dem lieben Glabber vorbei. Lohnt sich, sehr cooler Typ, wie ich finde. Und wir sehen uns demnächst wieder. Wenn ihr auch gegen mich kämpfen wollt, ne, schaut auf Twitter vorbei. Ne, da suche ich ab nächster Woche wieder sehr oft abends, so ab zwischen 6 und 8 Uhr, ja, suche ich immer nach Kämpfen. Verschiedene Modis, von daher, ja, schaut auf jeden Fall mal auf Twitter vorbei, Link auch wieder in der Beschreibung und ansonsten sehen wir uns schönes Sonntag wieder zur GPL gegen Kaffee Kono. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig und ciao, euer Regi.